Hallo, was geht? Und damit herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Hansa Rostock Karriere Folge Nummer 22. Spieltag 13 steht an. Wir sind momentan auf Platz 4. Wer hätte gedacht, dass wir direkt nach dem Aufstieg so eine starke Leistung erreichen können? Wir sind zwar schon 6 Punkte hinter dem zweiten und 10 hinter dem ersten, aber Platz 3 mit Heidenheim ist auf jeden Fall in greifbarer Nähe. Gehen wir direkt mal rein. Björn Rother hat uns was zu sagen. Ich danke ihm, dass ich gegen Aue spielen durfte, auch wenn meine Leistung nur mäßig war. Nimm es nicht zu schwer. Rückschläge kann man immer wieder ausbügeln. Gehen wir rein in die Mannschaftsaufstellung. Gegen Union Berlin muss auf jeden Fall unsere erste Mannschaft ran. Ambrosius schon auf einer 73. Auch Neidhart hat sich verbessert. Makanda ebenfalls. Also unsere Spieler sind auf jeden Fall auf einem sehr guten Weg. Ich bringe Simon rein. Direkt von Anfang an. Rother setzen wir auf die Bank. Born hat sich auch verbessert. Littka ebenso. Littka kommt auch direkt von Anfang an. Dann dürfte es so eigentlich passen. Wir gehen so gegen Union Berlin rein. Ganz So, kurz ich in die danke für Ihre PK. Geduld und darf dann um Ihre Fragen bitten. Sie sind sehr gut in die Saison gestartet. Glauben Sie, Ihre Mannschaft kann um den Aufstieg mitspielen? Natürlich. Wir denken immer positiv. Ich bin sicher, dass wir gut genug sind, um den Aufstieg zu schaffen. Wie haben Sie sich aufs Spiel gegen die Rivalen? Okay, anscheinend wieder ein Rivalenspiel. Wir sind bereit, wir haben alles getan, um in Bestform zu sein. Schwankende Leistungen, jetzt haben wir einmal wieder verloren. Wir werden allen zeigen, was in uns steckt. Dann geht's jetzt rein ins Spiel gegen Union Berlin. Anscheinend abgestiegen. Auf einen Sieg. Let's go, Männer. Let's go. So, wir sind im Spiel gegen Union Berlin. Da dürfte eigentlich so viel gehen. Aber wir machen direkt das 1-0 ganz stark. Würde ich auch eher als Aufstiegskandidat einschätzen. Aber vielleicht können wir jetzt die zweite Liga von was anderem überzeugen. Oberlin mit einem erneuten Tor schon wieder. Also auf jeden Fall ein goldener Transfer. Und da ist auch direkt das 2-0. Karl Hahn trifft auch wieder. Dass der noch nicht in der Torschützenliste aufgezählt wird, ist auch ein Wunder. Aber insgesamt haben wir hier in der ersten Hälfte das Spiel richtig gut im Griff. Berlin kommt kaum nach vorne oder beziehungsweise gar nicht. Von dem her sieht es doch ziemlich stark aus. 2-0 zur Pause. Kann sich sehen lassen. Und da ist auch direkt das 3-0 Makanda. Ich gehe mal rein in die Wechsel. Ich bringe unseren Sili, ich bringe Esmel und Valakari möchte ich mal auf der 10 ausprobieren. Vielleicht machen wir noch ein viertes und ein fünftes, wer weiß. Auf jeden Fall Union jetzt mal ein bisschen mehr am Drücker. Unsere Wechsel sind leider auch noch nicht vollzogen worden. Das alte Spiel mit den Wechseln. Da hat es nochmal einen Angriff.
Gut, unsere Wechsel werden wohl nicht mehr vollzogen. Perfekt. Naja. Mit 3 zu 0 gehen wir hier aus dem Spiel. Überragend. Ganz starke Leistung von der Mannschaft. Hahn, Oberlin und Makanda treffen. So, Namora hat das Angebot angenommen. 4 Jahre. Wichtiger Stammspieler. Okay. Ja, kann er haben. Dann haben wir jetzt noch eine neue Verpflichtung für Engelhardt dann letztendlich. Willkommen. So auch Akara hat das Angebot angenommen. Rotationsspieler, rechter und linker Flügel, 60er Gesamtwertung, 2750 Gehalt nehmen wir an. Auch an dich herzlich willkommen. Dann steht jetzt auch gleich das Spiel gegen den ersten FC Nürnberg an. Wir gehen mal kurz rein. Wir haben hier noch einen Abschlussbericht von Juan Camilo Hernandez. Okay, der wäre wahrscheinlich sowieso zu teuer gewesen. Und hier auch noch ein paar andere möglicherweise interessante Spieler dabei. Ich lasse mal den Früchtel beobachten. Gibt es hier sonst noch was Interessantes? Vielleicht noch mal einer für die IV. Rezos von Leverkusen kann man auch mal beobachten lassen. Die Kollegen kennen wir alle schon. Haben wir hier vielleicht noch einen interessanten Innenverteidiger? João Gomes, genau. Ich lasse mal noch Bogarde beobachten. Wenn wir tatsächlich aufsteigen sollten, brauchen wir auf jeden Fall auch für die Defensive noch ein paar zusätzliche Spieler. Und auch unser erstes Scouting-Update ist hier mit am Start. Den lehnen wir ab. Den lehnen wir auch ab. Den kann man sich mal angucken. Nee, alles leider nichts, aber wir geben nicht auf. So, wir gehen rein in die Aufstellung gegen Nürnberg. Valakari da von Anfang an ran. Ich lasse jetzt auch mal Bahn wieder spielen. Esmil bekommt einen Startelf-Einsatz. Hahn ist schon auf eine 79 hoch. Okay, der Typ kam direkt aus der Jugend. Neidhardt bekommt mal ein Päusle. Jo, dann passt es. Ich nehme mal einen Amora direkt mit. Für Engelhardt, der uns wahrscheinlich sowieso verlassen wird. Gehen wir so rein ins Spiel gegen Nürnberg. Bevor wir aber ins Spiel gehen, möchte ich noch ganz kurz unsere zwei Neuen trainieren lassen. Namora hat schon eine 65. Das freut mich sehr. Der soll auf jeden Fall mobiler Stürmer werden. Erstmal. Und dann noch Achara. Der ist auch schon 24, okay. Okay, beim Tempo kann er sich schon mal nicht verbessern, aber der wird zum Flügelspielmacher. So, dann geht's rein ins Spiel gegen den ersten FC Nürnberg. Ich würde sagen, auf einen erneuten Sieg. Im Spiel gegen Nürnberg ganz schwer einzuschätzen. Aber
Da ich Nürnberg prinzipiell nicht so gerne mag, bitte einfach einen Sieg jetzt hier rausholen. Ja, wir setzen uns schon mal vorne fest, schade. Erste Chance geht für uns leider nicht rein, aber wir sind da. Oh, Nürnberg spielt sich hier gut und schnell nach vorne. Gott, der Hack mit dem 1 zu 0. Könnte auch wieder so ein Spiel wie gegen Aue sein, dass du gegen die vermeintlich Schwächeren dann auf einmal verlierst. Ah, schade. Und da ist der Ausgleich. Karl Hahn, unser Kopfballungeheuer mit dem Ausgleich kurz vor der Pause. Okay, mal rein in die Wechsel. Oberlin. Dann bekommt Namora seinen ersten Einsatz. Balakari probiere ich jetzt wieder auf der 10. Und Littka kommt auch für Herzog ins Spiel. Auch mal zeigen, dass wir Spiele drehen können. Das wäre auch wichtig. Und da ist es. 2 zu 1 Bahn. Tor. Seine letzte Aktion. Spiel gedreht. Okay, jetzt bringt's bitte noch über die Zeit. Viertelstündle noch. Okay, ich denke. Hier brennt wahrscheinlich nichts mehr an. Ja, spielt euch da noch mal fest. Sehr gut. Und wir erkämpfen uns nach Rückstand ein 2 zu 1 Sieg. Boah, ganz wichtig. Es hätte auch nach hinten losgehen können. Und wir haben mittlerweile Heidenheim überholt. Wir sind auf Platz 3 und spielen jetzt gegen den ersten, gegen Bremen. Wir gehen rein in die Mannschaftsaufstellung. Ganz klar, wir bringen hier unsere erste Elf. Jetzt wäre ein Sieg ganz wichtig. Engelhardt habe ich jetzt schon mal auf die Bank verbannt. Ich denke aber nicht, dass er mir das allzu böse nehmen wird. So, dürfte es so passen. Jo, wir gehen so rein gegen Bremen. Vorher Danke, dass noch Sie rein alle in die gekommen sind. Wenn es Fragen Pressekonferenz. gibt, dürfen Sie die jetzt stellen. Sehr gut in diese. Ja, die Frage habe ich jetzt jedes Mal mit natürlich beantwortet. Jetzt kommt es auf den Druck an in solchen Spielen. Müdigkeit gibt es auf diesem Level nicht. Ein Duell der Giganten. Wer setzt sich durch? Wir werden siegen. Ich bin optimistisch. Wir können Bestleistung rausholen. Jetzt geht's rein gegen Platz 1. Gegen den Aufstiegskandidat. Nummer 1. Im Pokal haben wir schon ordentlich auf die Mütze bekommen. Jetzt aber in der Liga ein Sieg. Jetzt ganz wichtig, ganz wichtiges Duell. Hier gegen Bremen. Ich kann nicht einschätzen, ob wir schon so stark sind. Aber in den letzten Spielen haben wir eigentlich überzeugt. Wow. Eggenstein mit einem Traumtor, so wie das aussah.
Ach, bitte lass nicht wegen so einem Sonntagsschuss daneben gehen. Puh. Wir sehen hier im Moment noch gar kein Land. Und das ist 2-0 Füllkrug. Wir haben noch nicht mal ansatzweise eine Chance. 3-0 schon vor der Pause. Oh je. Ja, dann lasse ich jetzt auf jeden Fall Namora lasse ich mal spielen wieder. Esmil kommt rein und Makanda. Vielleicht bringen die ja die Wende. Lasst euch aber bitte nicht noch komplett abschlachten. Das wäre nämlich nicht gut. Ah, schade. Ah, wir kommen bei denen nicht durch. Die Abwehr von denen ist anscheinend richtig krank unterwegs. Bremen hat uns richtig im Griff. Klatte kann sich noch mal ein bisschen beweisen. Trotz der drei Gegentore hatte eine 6,9. Ist nicht so schlecht. Oh, spielen die sich da in einen Rausch? Das ist ja abartig. Und dann gibt es noch das vierte. Füllkrug mit einem Hattrick. Puh. Ja, Bremen hat uns mal ganz kurz gezeigt, wo der Frosch die Locken hat. Ich dachte beim 1-0, was für ein Sonntagsschuss. Aber am Ende nehmen sie uns komplett auseinander. Wir waren nahezu chancenlos. Kann man so akzeptieren. Vielleicht klappt es ja im Rückspiel dann besser. So, wir lassen uns aber natürlich nicht beirren. Wir nehmen jetzt auch tatsächlich noch das Spiel gegen Bochum mit. Rein in Danke, die dass Sie alle PK. da sind. Ich würde dann jetzt um Ihre Fragen bitten. Sehr gut in die Saison gestartet. Ja, nach wie vor glaube ich an den Titel. Wieder ein Duell der Giganten. Wir werden siegen. Ich bin wieder optimistisch, aber diesmal dürften wir es schaffen. Ziemlich ebenbürtig. Wie werden Sie das Spiel angehen? Wir müssen ein gutes Spiel zeigen. Dann geht's jetzt rein ins Duell gegen Bochum, gegen Platz 2. Wir könnten hier den Abstand verringern. Let's go. Nicht nochmal so abschlachten lassen. So. Jetzt aber gleich wieder freispielen. Niederlage gegen Bremen vergessen. Und hier zeigen, was wir drauf haben. Na, Freistoß war nix. Schade. Bochum ist halt auch direkt nochmal ein Kracher-Duell. Deswegen habe ich das jetzt auch noch mitgenommen. Ah, sieht bisher aber ganz okay aus. Ah, Bochum presst aber auch gut, hey. Und jawohl, das ist 1-0 Oberlin. Trifft wieder. Bin mir gar nicht sicher, ob der Oberlin oder Oberle ausgesprochen wird. Als Schweizer? Keine Ahnung.
Ah, stand im Abseits, okay. 1-0 zur Pause. Ist in Ordnung. Gehen wir mal rein in die Wechsel. Ich bringe Valakari für rein. Ich bringe Esmil für Lidka. Simon Zoller mit dem Ausgleich. Unser Namora konnte sich bisher noch nicht mit einem Tor auszeichnen. Das ist irgendwie ein bisschen schade. Ich brauchte einfach ein bisschen, um anzukommen in Rostock. Aber lasst uns jetzt bitte noch den Sieg mitnehmen. Oder ist Esmil? Und Esmil mit dem 2-1, jawohl, ganz stark. Wieder mal den richtigen Spieler eingewechselt. Goldenes Händchen nennt man sowas. Oh ja, nochmal Esmil. Oh, Esmil nochmal mit einem Doppelpack. Und wir gewinnen das Ding mit 3-1. Esmil, der Joker, mit dem Doppelpack mit den zwei Toren zum Sieg. Ganz wichtiges Ding. Ganz, ganz wichtiges Ding. Und nach diesem Sieg stehen wir auf Platz 3. Weiterhin 6 Punkte Rückstand. Bremen zieht so allmählich davon. Wir spielen jetzt gegen Bayern 2. Hä? Okay, da ist dann wohl ein bisschen Realitätsverlust. Eigentlich ist es ja gar nicht möglich, dass die aufsteigen können, aber okay. Wir gehen mal noch ganz kurz in die Mitteilung rein. Scouting Update für die Jugendmannschaft. Ist da vielleicht jetzt was Interessantes dabei? Wow, der ist schon 1,9 Millionen wert. Wow, den nehme ich mit. Den nehmen wir nicht mit. Auch ihn hier nicht. Auch nicht. Und auch nicht. Aber wir haben einen, der auf jeden Fall schon 1,9 Millionen wert ist. Kann sich sehen lassen. Möchte ich mir auch noch ganz kurz angucken. Boah, der hat ein krankes Potenzial. Und schon eine 63. Ha, wow. Gehen wir mal direkt in den Entwicklungsplan rein. Der soll auf jeden Fall schon mal zum rechten Flügel gemacht werden. Der hat schon eine 63, oh, das ist ganz stark. Das ist absolut stark. Jo, dann soll es mit dieser Folge auch gewesen sein. Ist jetzt ein bisschen länger geworden durch die Spiele gegen Bremen und Bochum. Oberlin momentan Torschützenkönig. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Gebt gerne ein Abo. Fair bleiben. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.